Il termine à la cinquième place ex aequo, mesdames et messieurs, avec un score de 4 points. Vos applaudissements pour tous ces cavaliers. Tout d'abord, Laura Sedonuti, Christy Pritchard, Leonie Peters, Katie Robertson, Brent Hauptblomer, Pedro Fébouy. À la troisième place, les couleurs de la manette. Allez, en cadence, toutes et tous.
Allez, plus fort que ça, Jordi. Come on, you can make it louder. For the children's. Mesdames et messieurs, la nouvelle championne d'Europe, Children pour la France. Tracy Muir. On the second place, silver medal for Great Britain, Millie Allen. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just like that. Pour l'Allemagne, à la troisième place, Céline Chandric. On the fourth place, Jake Samuel. Congratulations to you. Die Europameisterschaft geht zu Ende, schön langsam. Wir haben nur noch die Farewell. Bewerbe vor uns und heute haben wir den Finalbewerb bei den Children gehabt, zwei Runden. Wir hatten dank Laura eine wirklich gute Finalistin mit dabei und wir konnten auch zweimal den sehr anspruchsvollen zweiten Parcours auf jeden Fall. Der zweite war sehr anspruchsvoll von der Höhe her. Der erste war technisch schwieriger. Mit null Fehler jeweils beenden und hatten dadurch fast noch die Chance auf eine Medaille, die dann doch nicht zustande kam. Aber ein fünfter Platz aus meiner Sicht ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich, dass ich mich auf den fünften Platz vorbereiten konnte. Mein Pferd ist sehr gut gesprungen. Er war sehr brav. Ja. Ja, du hast einen neuen Trainer gehabt, der steht jetzt neben dir. Wie heißt er denn dein Trainer? Kann der? Und der Bruno hat versprochen, dass er uns halt ein bisschen was von der Laura erzählt. Bruno, bitte. Also, die Laura hat ein paar Vorteile. Erstens ist sie sehr locker und cool. Und zweitens hat sie nicht nur viel Talent, sie hat auch sehr viel Fleiß. Sie arbeitet sehr viel beim schönen Wetter, auch wenn es kalt und nass ist. Und ich denke, dass das hier so weiterhilft und dass sie so gut ist. Das Pferd ist ja noch sehr jung und trotzdem passen die zwei Jungen zusammen. Auf was lässt sich das begründen? Was zeichnet das Pferd aus? Ich denke, das Pferd hat sehr viel Qualität gehabt. Laura hat ihn bekommen als vierjähriges Pferd und hat den ersten Teil der Turniere mit ihm gemacht und hat das alles im Prinzip selber aufgebaut und hat sehr viel dabei gelernt. Und so ist man als routinierten Pferden reiten kann und dass man auch ohne Pferde helfen und so kann. Und das kommt ihr natürlich jetzt zugute, dass sie reagiert, wenn mal was ein bisschen krumm läuft und keine Probleme hat, wenn mal irgendwas in die Hose geht. Laura, dein Pferd ist ja nicht nur sehr hübsch und sehr dunkel, sondern auch sehr guckig. Das heißt, für den Laien gesagt, dass er sich ablenken lässt, er schaut genau, was los ist, auch außerhalb die Fahnen. Und hier ist ja ein sehr bunter Parcours gewesen. Und du hast ja im Vorfeld schon dich einige Male durchsetzen müssen, wo er nicht hingehen wollte zur Bande, weil eben da starker Wind gegangen ist und so weiter. Wie war es denn heute? Heute war er eigentlich ziemlich brav. Beim ersten Parcours, beim Einreiten, hat er noch ein bisschen geschaut. Aber dann, wo ich angefangen habe, war er dann sehr konzentriert und ist dann sehr gut gesprungen. Ich habe aber eine Situation gesehen bei der ersten Runde auf die Mauer hin. Da hast du, glaube ich, ein bisschen Druck machen müssen. Ja, da hat er, glaube ich, einen Fotograf gesehen und wollte da ein bisschen ausweichen. Jetzt bist du dann in die zweite Runde gekommen. Wie ist es bei dir mit der Aufregung? Wir haben uns alle gewundert, wie nervenstark du das schaffst, diese Runden da locker drüber zu springen mit deinem Pferd. Wie gehst du das dann an? Denkst du, oder hörst du da Musik oder stellst du da was vor? Oder wie geht das? Ich bin eigentlich nicht nervös, weil ich denke mir einfach, ich muss jetzt. Ich mache jetzt einfach mal. Jetzt noch zur Erklärung. Children können sich ja viele nicht so viel vorstellen, die Jugend auch. Aber man hat nicht lange Zeit, in dieser Altersklasse zu reiten. Und noch dazu wirst du ja wahnsinnig erwachsen, schon groß. Wie alt bist du, wann bist du geboren und wo wohnst du, damit alle dich auch noch besser kennenlernen? Ich bin am 12. November 1996 geboren. Mein Wohnort ist Vorarlberg in Eck. Ja. Und jetzt hast du ein großes Ziel erreicht mit den Europameisterschaften. Ist jetzt das einmal abgehakt, wird jetzt einmal schwimmen gegangen und das Pferd in den Stall gestellt oder geht es irgendwie weiter auf die Turniere? Nein, sicher nicht, weil es geht genau gleich weiter. Und, ja. Das heißt, weitere Turniere in Planung.
Staatsmeisterschaften kommen auch. Willst du auch daran teilnehmen? Ja, sicher. Okay, dann ist das nächste Highlight, würde ich mal sagen, die Staatsmeisterschaften. Ja. Da wünschen wir da alles Gute und danke fürs Kommen und gute Heimreise. Danke. Danke.